Maya, Tusa, Bulan. Die Tierkinder aus dem Zoo und Tierpark Berlin feiern ihr erstes Weihnachtsfest. Und wir haben ganz viele Geschenke für die Tiere dabei. Liebe Zuschauer, Maya und ich, Maya, Madeleine, wünschen Ihnen wunderbare, herrliche und fröhliche Weihnachten. Maya ist 6 Monate alt und war in diesem Jahr die Sensation hier im Zoo Berlin. Denn nach 15 Jahren ist die Einmaligkeit wieder passiert. Ein Flachland-Tapir-Baby wurde geboren. Und das ist sie. Naja, also diese Streifen sehen Sie, die werden jetzt langsam blasser. Vor 5 Monaten sah das noch anders aus. So sah Maya Mitte Juni aus. Da war sie gerade 10 Tage alt und noch sehr schüchtern. Und Maya hatte von Anfang an ein Problem. Sie mochte Wasser nicht. Einen Monat später, Maya ist gewachsen. Die Angst vor Wasser geblieben. Dein Kind, ne? 5 Kilometer jetzt. Eigentlich mögen Flachland-Tapire Wasser. Doch Maya sieht das anders. Und los, habt ihr diese Eiber. Vor 2 Monaten. Ich hab genauso viel Angst vor Wasser wie du. Ganz genauso. Jetzt haben wir beide verwandt sein, sind wir wahrscheinlich auch. Guck mal. Oh, das Überleben hat sogar. Schön. Mit knapp 4 Monaten badet Maya das erste Mal. Das ist ja süß. So schön warmes Wasser. Guck mal. Jetzt müsste sie sich nur noch hinlegen, ne? Auf die Seite. Macht's aber gut. Schön. So, liebe Zuschauer, das wird jetzt das Tapir-Weihnachtslager. Genau. Damit das die Kleine richtig schön kuschelig hat und sich hier so einwühlen kann. Würdest du das denn machen? Ich denke mal schon. Das ist jetzt Heu? Das ist Heu, genau. Frisches Wiesenheu. Kann denn die überhaupt was damit anfangen jetzt? Also mit diesen Tannenzweigen? Ich denke als Tapir-Mädchen? Doch, ich denke mal schon. Also eigentlich mögen sie gerne frische, grüne Sachen. Maya kennst du noch nicht? Frisst du das? Oder? Maya ist ja im Sommer geboren, daher kennst du die Zweige jetzt noch nicht. Normales Laub kennst du und Rinde frisst du gerne. Das ist wie Schnee, wenn man irgendwie in Afrika groß wird, oder? Dass man das zum ersten Mal erlebt? Könnte man so sagen. Na, Schnee kennst du auch noch nicht. Und dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge Leckereien. Das sind Feigen und Datteln. So richtig schön süß. So, also jetzt ist die Bescherung von uns soweit vorbereitet. Der große Gabenteller fürs Tapir-Mädchen. Ja, da würde ich sagen. Ja. Dann holen wir sie rein. Wir sind soweit, oder? Machen wir Bescherung. Ihr Kinderlein, kommet. Hallo. Ja, der Weihnachtsmann war hier. Maya, nun guck doch mal, was er mitgebracht hat. Oh, das riecht aber lecker. Mmh, guck mal. Was für Leckerei. Guck mal. Oh, mmh, vom bunten Teller so was Leckeres. Na, wie gefällt dir das? Schmeckt nach mehr? Ja? Schmeckt nach mehr? Na komm. Ich geh Ronja die Welle nicht rein. Die traut sich nicht so. Ja, dann eben ohne Mama. Also ich glaube, Maya schafft sowieso unseren bunten Teller hier ganz alleine. Den schaffst du alleine? Bist du so verfressen? Ja? Bist du so verfressen? Ja. Carsten, worüber freuen Sie sich denn zu Weihnachten? Na, ich freue mich zum Beispiel, dass ich gestern frei hatte. Heiligabend ist ja, sein darf. Ist ja leider auch nicht so häufig in unserem Beruf. Da müssen wir doch immer Feiertag, Wochenende arbeiten. Und es war doch schon ganz schön gewesen zu Hause. Und heute halt wieder hier. Die Tiere brauchen ja doch irgendwie. Oder man selber braucht auch die Tiere. Mhm. Ist dann doch schön, schön auf jeden Fall. Oh, sind das leckere Sachen, die wir mitgebracht haben. Und die schmecken. Aber wie sagte die Mutti schon immer, selbstgebasteltes? Das ist richtig schön. Na dann, auf zum Plätzchenbacken. Jedes Jahr wird aus der Futterküche eine Backstube. Also die Idee war ja gut, Christian, ne? Ja. So? Ja. Sehr schön. Hat zum Backen gut ist, wa? Machst du das zu Hause aus? Gut, darf mir eine Freundin sehen, dann muss ich zu Hause. Die Menschenaffen warten schon gierig. Jawohl. Ich bin gespannt, wie Harry sticht. Ups. Gib mal noch ein bisschen Mehl, bitte. Hier fehlt doch noch Mehl, Kinder. Und
willkommene Abwechslung. Für euch? Ja, für uns auch, die Arbeit, ja. Nee, natürlich auch für unsere Affen. Vor 3 Jahren war Orang-Utan-Mädchen Sato gerade mal 1 Jahr alt. Aber Sato hat sich ja schon entwickelt, wa? Prächtig. Ja, cool. Die Haare sind doch lang. Vor allen Dingen, bis jetzt haben wir noch keinen Orang gehabt, kein Jungtier in dem Alter, was so viel klettert hat. Sato ist mittlerweile knapp 4 Jahre alt. Klettern gehört weiterhin zu ihrer Lieblingsbeschäftigung. Olli, wo hast du denn den Teig geholt? Wo ich dir gesagt habe, im Proformus? Ja, wo Diabetikerkost getestet. Ja. Oh, okay. Da ist kein Zucker drin. Habt ihr schon mal gekostet? Ja. Darf nicht süß sein. Schmeckt total süßlos. Süßlos. nicht nur süßlos. Also das könnt ihr nicht unter dem Gabentisch packen. Nee, das ist ja gar nicht. Das ist Teig. Ich hoffe, dass der Backofen was bewirkt hat. Das hoffen die Affen auch. Langsam könnte es mit der Bescherung losgehen. Vor den Affen kosten die Pfleger. Klasse. Wunderbar. Nicht zu süß und nicht zu sauer. Das sind so Berlin AG-Plätzchen demnächst. So hört sich affige Vorfreude an. Der erste ist natürlich Ivo. Schönen Gruß von Harry, schönen Gruß von Christian, von Oliver. Ja, so was fein, ja? Schmeckt dir dicker? Ja? Guck mal. Ja. Ein paar Kekse. Du hast die Kekse gesehen, ne? Unsere selbstgebackenen Kreationen. Olle Schinta. Ja, hier, nimm sie. Da. Na, was sagst du dazu? Und dann sind die alten Gorilladamen dran. Ne? Koste mal unser Plätzchen hier. Ne? Koste mal. Ach, erst die Rosine ab und dann? Schmeckt gut? Naja, mit deinen Zähnen, ne? Ja. Und die Plätzchen, die würde ich mir für später aufheben. Da kannst du sie genussvoll schön fressen, du. Da vergeht Stunden, ehe du aufhast. Weil die so gut schmecken, die muss man ganz. Ja, bin ich doch der Meinung. Ja. So, meine alte Dame, dann wünsche ich dir was, ne? Nun, 2009, passend zum Weihnachtsfest, kam vor 4 Wochen ein Orang-Utan-Baby auf die Welt. Bini ist die stolze Mutter von Bulan. Gucken Sie doch mal, was ich mitgebracht habe. Herr Opitz, gucken Sie doch mal. Es ist der reine Wahnsinn. Die wird sich ja so freuen, wenn ich den Käfig bringe. Ja. Extra für den Bulan. Und wird denn Bulan überhaupt das Pfefferkuchenherz losbauen können? Nee, hat doch keine Zähnchen. Wie lange dauert das noch? Also noch kriegt er Mamas gute Milch. Dann hat er die ersten Zähne. Ja, und Mama zeugt ihn manchmal, dürfen wir gar nicht sagen. Wenn Biene richtig clever ist, 6 Jahre, richtig kleines Bulan-Milch, eventuell, ja. Die säugen einfach so lange. Ich komme gleich rein, warte. Ah, das ist die Leibspeise? Pass auf die Klappe. Speise von Bienchen? Das Bienchen, ja. Quark mit Rosinen. Und das andere auch hier. Alles für, naja, erster Weihnachtsfeiertag. Und dann dieses riesengroße Herz. Das nehmen wir jetzt mit rein. Bescherung? Ja. Ja, dicke Schien. Bini und Bulan können nun gespannt sein. Ich schaue von außen zu. Also erstmal Raimund Opitz dagegen ist im Wohnzimmer. Hast du den Heiligabend gut überstanden mit deinen Schokoladenbananen? Ja? Ja? Frau Krüger war da, ne? Ja. Komm, bitte komm hier zu mir. Und wir haben Besuch. RBB. Bietchen, schlurf doch nicht. Schlurf doch nicht. Guck mal. Und das ist ein Geschenk von ihr. Bietchen, guck mal. Guck mal, Bietchen. Da, Bini. Bini. Oh. Bietchen, guck mal. Das ist ein Geschenk von Madeleine. Die steht da draußen. Ha? Ja?
Naja, ich wusste schon immer, was ich bei dir in der Erziehung gemacht habe. Ach, jetzt soll ich dich füttern, ja? Bini war übrigens eine Handaufzucht von Raimon Opitz. Und das schmeckt doch. Und der Olli hat wieder einen Tee gemacht unter aller Sau, wa? Ich merke das schon. Der Olli. Ja, ja. Hm? Auf dem ersten Weihnachtstag gibt's hier Kamillentee. Ich halte gerne aus. Na, sag mal, die spinnen ja, die Pfleger, wa? Ach, ein Weihnachtstee. Weihnachtstee, hast du gehört? Ein Weihnachtstee? Kamille. Na, hallo, hallo. Oh, ne. Ich hab jetzt mal reingemacht, ne? Geht ihr wieder mal rein, ja? Mischung. Keine Süßigkeiten, nichts ist drin, nein. Für Diabetiker, glaube ich zu wissen. Und der Bulat, und der Bulat, und der Bulat, ja, der Bulat, ja. Hm? So, ich glaube, du gehst jetzt nach oben. Darf ich dir helfen? So. So, dann eben noch ein schönes frohes Fest. Hä? Bienchen? Ja? Das war ja eine große Freude. Und? Schön groß, wunderbar. Gesehen hat. Also ja, Opitz, eigentlich Ihr Tier ist ja egal, ob Ostern, Weihnachten oder Pfingsten natürlich der Affe. Ja. Aber gibt es auch so ein... Kommt jetzt wieder einer durch die Wand? Es kommt keiner, ist alles abgesichert. Na, das ist gut. Gibt es denn so ein typisches Weihnachtstier für Sie? Da fällt mir sofort ein, das Rentier. Richtig. Ja. Die Rentiere im Tierpark Berlin bekommen heute von ihrer Reviertierpflegerin Marina Farnke ein echtes Leckerli. Rentierflechte. Diese Moosart ist nur im Norden Europas verbreitet. Die Patin der Rentiere packte den Leckerbissen in den Koffer und schickte ihn von Finnland nach Berlin. Wenn ich da jetzt irgendjemanden hämisch lachen höre, das ist ein tierisches Bilderrätsel. Wer bin ich, wenn Sie an weihnachtliche Tiere denken? Ja, Rudolf, das Rentier, der mit der roten Nase, Sie wissen schon. Frau Farnke, ist das jetzt alles so im Bereich der Märchen oder gibt es überhaupt Rentiere mit roten Nasen? Also die Rentiere sind ja Haustiere und da gibt es ja bekanntlich auch verschiedene Fellfarben, unter anderem auch Schecken. Und wir hatten hier mal bei uns einen Rentierbullen, der hatte eine weiße Nase. Also im trockenen Zustand sah sie eben weiß aus und wenn sie nass wurde, da schimmerte die rosa Haut hindurch. Und aber nicht so richtig knallrot, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und der hieß dann auch Rudolf? Ja. Wirklich? Ja, der hieß Rudolf. Na, das passte dann ja auch, ja. Wenn man schon mal einen hat mit einer roten Nase. Ne? Merken die Rentiere eigentlich so als typische Weihnachtstiere, dass so ihre Arbeitszeit jetzt begonnen hat? Ja, sie merken schon den Wechsel der Jahreszeiten. Also es wird ja dann, die Nächte sind ja viel länger, es ist länger dunkel. Und da sind sie eigentlich dann weniger aktiv. Also sie fressen weniger und ruhen mehr. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Tier, liebe Zuschauer, das im Gegensatz zu den Rentieren, gerade in der Weihnachtszeit, von uns immer lieber an einem bestimmten Platz gesehen wird, nämlich auf dem Teller. Schneeweiße Gänse, 4 Stück im Zoo Berlin. Die stehen ja wirklich extrem gut im Futter bei euch. Ja, wir haben uns ja auch Mühe gegeben, weil seit Mitte des Jahres haben wir ja vorgearbeitet jetzt für die Zeit. Mhm. Und wissen die schon, dass es einfach mal so Kumpels gibt da draußen, die zu Weihnachten eigentlich nicht so ein schönes Schicksal haben? Och, das wissen sie schon, aber die eine sollte eigentlich so ein Schicksal auch bekommen. Da haben wir gedacht, Mensch, was Schöneres gibt's ja nicht. Und dann zur Weihnachtszeit können wir uns die selbst vielleicht mal einverleihen. Und haben die immer schön gefüttert. Was dabei zum
Füllungmäßig? Die Füllung hätte ich da. Ich denke, ich höre nicht richtig, oder? Naja, Tierpfleger, die sich mit Gänsen befassen, sind, die Füllung haben wir. Äpfel. Sind Vegetarier, die essen keine Weihnachtsgänse. Die Tierpfleger? Nee, natürlich nicht. Wäre, als wenn der Elefantenpfleger seinen Elefantensteg immer mal wieder sich einverleibt. Nee, also da muss man doch praktisch denken. Ernsthaft? Zwiebeln haben wir auch, Gewürze haben wir. Hunger. Ach Mensch, aber Hunger, vor allem haben wir. Oh Gott, die Wurst, die aus der Theke kommt, die hat ja nur auch keine Augen dran. Aber wiederum, wenn ich mir das jetzt so angucke und die ganze halbe Jahr haben wir sie selber gepflegt. Also, ist ein bisschen Bammelkrieg auch. Also, nicht mit der Füllung hier, ja? Die erstmal nee, selber. Also, ja? Guck, wenn ich so kicke. Na komm. Club Appel ist besser. Na, das ist doch ein Wort. Na? Zu breit sind wir eh. Ja, ihr Lieben, dann essen wir mal die Gänsefüllung. Schmeckt uns auch die Apfelfüllung. Ihr lebt weiter, ihr lieben Gänse. Ja, dieses Weihnachten passiert euch noch nichts. Schön, ne? Die nicken. So. Macht einfach so gut mit dich. Und gibt's dann noch Alternativen? Fische zum Beispiel. Also wir marschieren mal ins Aquarium. Da leben zum Beispiel die Leder- und Spiegelkarpfen. Kartoffeln und Rosenkohl. Das sind genau die richtigen Beilagen zum Karpfen. Wenn sich jetzt fragen, um Gottes Willen, wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf? Ja, wenn man im Aquarium arbeitet, denkt man zwangsläufig mindestens einmal am Tag an Karpfen. Da hier, genau. Der hier. Der wäre schon mal nicht schlecht. Der könnte mir gefallen. Na, da bin ich noch nicht ganz so überzeugt von. Vielleicht sollten wir einfach mal gucken gehen, was sich da machen lässt. Okay, na gut, dann machen wir mal was. Da schwimmt da der Karpfen. Und jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns da richtig verstanden haben. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Karpfen mal zu essen bekommen. Und nicht, dass die auf dem Teller liegen bleiben sollen. Also, wäre ja für einen Tierpfleger auch schlecht, oder? Nennt sich halt Pfleger und nicht Esser. Ja, vor allen Dingen, ich darf ja sogar kein Fernsehen auch nicht sagen. Klar, also? Los, was machen wir jetzt? Na, guten Appetit und frohen Fest mal. Kartoffel, weiß ja jeder, alter Angler. Da. Oh, und wer hat die jetzt eingesaugt? Ich denke schon, ja. Die war weg? Ja. Ja, und? Ah. Schwimmen. Also, beim bewiesen Rosenkohl schwimmen, das muss man ja auch dann machen wir einfach. Essen? Mhm. Wobei mir bei der Dinge halt auffällt, dass die Karpfen kriegen ja ungesalzene Nahrung. Mhm. Naja. Ist nicht unbedingt. Also nicht so ganz lecker, aber immerhin. Aber so schmeckt Rosenkohl. Der Mann kann auch kochen. Was ist der Unterschied zwischen den Nackten und denen mit den Schuppen? Die mit den Schuppen sind die Männer. Und nee, ist Quatsch. Völliger Unsinn. Die mit den Schuppen sind die Wildkarpfen. Und die ohne Schuppen sind gezüchtet. Die gibt es ja schon seit etlichen 100 Jahren hier bei uns. Mittlerweile schwimmen die auch alle frei in den Gewässern hier überall rum. Und sind natürlich auch letztendlich aus kirchlichem Hintergrund, wenn man fastet, soll man ja kein Fleisch essen, aber kein, so ein Stück Fisch. Da kann ja keiner meckern. Und dann hat man gedacht, na, wenn Fisch, dann richtig und dann züchten wir ihn die Schuppen weg. Es gibt doch diesen Brauch, immer zum Jahreswechsel, der mit Karpfen und Schuppen zu tun hat. Den kenne ich ja auch nicht. Nee. Also man nimmt eine Schuppe, steckt die sich ins Portemonnaie und das heißt dann, dass man über das Jahr hin immer Geld im Portemonnaie hat. Okay. Na? Ja. Wollen wir doch eben rausfahren. Den Schuppenkarpfen. Wenn wir jetzt den Lederkarpfen an der Angel hätten, hätten wir Trauer. Karpfen sind satt und zufrieden und haben also ihr Weihnachtsmahl damit auch bekommen. Ja, ich denke schon. Da, ja. Ne? Also zum Thema Fressen und Tiere. Gut. Der soll ja jetzt ganz zufrieden sein. Man munkelt. Mhm. Was zum einen an seiner Herzensdame liegt. Ja, seine Jana. Aber auch hört man, dass wenn es ums Essen geht, dann ist es mit der Liebe urplötzlich vorbei. Für Knut ist es das dritte Weihnachtsfest. Für die dreijährige Jana, die im Hintergrund läuft, das erste in Berlin. Beide sind seit 2 Monaten ein Paar und sich nicht einerlei. So,
als Tierpfleger, Paartherapeut, Markus, der Sie ja dann auch sind, würden Sie sagen, das ist eine Beziehung, die durchaus funktioniert und harmonisch ist? Die Früchte tragen wird bestimmt. Die Früchte tragen? Ja? Ach, denke ich mal schon. Da gibt es so auch noch nichts Genaueres zu sagen. Nein, vielleicht ach, als die sind ja erst 3 Jahre alt. Aha. Geschlechtsreif sind die erst mit 6. Aber, ach so. Ja. Aber das hat sich jetzt schon sehr, sehr gut entwickelt. Auf das jeden wird Fall. Ja noch eine lange Spielerei, bis es dann richtig mal vielleicht eine Familienvergrößerung gibt dann. Und dann ist es ja so, also bestimmte Dinge ja auch in Beziehungen kennen wir ja auch, funktionieren dann immer so, wenn der eine dem anderen möglicherweise auch einfach gehorcht. Wie ist es denn hier? Wer hat hier die Hosen an? So. Die Frau, die Italienerin, die hat eindeutig die Hosen an. Also sie ist durchsetzungsfähiger. Sie, wenn er jetzt zum Beispiel auch noch was übrig lässt, wir füttern sie ja beide getrennt, noch, weil das so ein paar Probleme geben könnte, zu früh noch mit zusammenfüttern. Da kommt sie dann raus und wenn er hier immer noch was übrig gelassen hat, dann geht sie da definitiv hin und jagt ihn weg, frisst das, den Rest auf. Und dann, aber danach ist dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ist das jetzt festgeschrieben bis zur Silberhochzeit oder ändert sich das auch noch zwischen den Bären? Die dass er vielleicht Dominanz, mal irgendwann die Oberhand kriegt? Ja, ja, wenn er geschlechtsreif wird, muss er dominanter werden. Sonst sieht es schlecht aus für ihn. Sonst kann er sich ihr gegenüber nie durchsetzen und dann wird sie ihn auch nie als ganzen Kerl akzeptieren. Ich habe 2 leckere Weihnachtsgeschenke für die 2. Wollen wir die gleich überreichen? Nein, hier nicht. Das würde, wie gesagt, zu viele Komplikationen geben, wenn wir das jetzt hier machen würden. Alles das, was man jetzt aufgebaut hat in der kurzen Zeit, könnte völlig dahin sein. Danach dann sprechen die Monate nicht mehr miteinander. Monate, ewig nicht. Ja, also, wirklich? Ja, das ist bei uns auch so, bei den großen Eisbären, wenn da was schiefgelaufen ist beim Einsperren, sei es, die haben sich irgendwie wehgetan beim Reinkommen oder so, die kommen Ewigkeiten nicht mehr rein und so kann es dann hier auch sein. Da haben die fast ein Elefantengedächtnis, ja? Ja, die sind sehr schlau. Dann machen wir das mit der Beschenkung woanders. Ja, die Geschenke kommen diesmal geschwommen. Das, lieber Markus, ist das Geschenk für die beiden Bären. Vielen, vielen Dank. Mhm. Da werden sie sich drüber freuen, auf jeden Leckere Fall. Leckere Lachse unter Weihnachtsbaum für unser Bärenpärchen. Und der Große ist auf jeden Fall für Knut und der Kleinere ist für Jonna. Fair aufgeteilt. Für euch 3. Ein wunderbares Weihnachtsfest und guten Appetit. Danke, danke. Und den Zuschauern von Panda, Gorilla und Co. möchte ich alles Gute und ein frohes Fest wünschen. Na dann, fröhliche Weihnachten, Jana und Knut. Lieber Herr Direktor, was sagen Sie denn zum Verhältnis von Knut und seiner Liebsten? Es ist sehr positiv, hat sich entwickelt und er hat seine Angst überwunden. Nicht? Giovanna war ja von Anfang an die Forschere, wie es bei älteren Frauen so ist. Nicht? Sie ist ja 3 Wochen älter als er. Bei älteren Frauen? Ja, die haben dann meist ein bisschen mehr Mut als die jungen Herren. Und er ist ja nur Hand aufgezogen, aber inzwischen liegt man zusammen, man knabbert sich gegenseitig im Fell und ich denke, wenn sie lange genug da bleibt, kann es was werden. Beste Perspektiven für beide. Ich denke ja. Ja? Es ist ja dann so, zum Ende des Jahres immer auch Zeit, mal Rückschau zu halten für Zoo und Tierpark Berlin. So als Direktor, was würden Sie so sagen? Zufrieden? Ja, man ist natürlich nie völlig zufrieden, hätten noch mehr Leute kommen können, aber es ist ein sehr gutes Besucheraufkommen in beiden Gärten. Mhm. Zusammen haben wir 4 Millionen Besucher und da kann keiner dran klimpern in Berlin. Und wir haben sehr schöne Zuchterfolge gehabt, einen asiatischen Elefanten, hier die Koraya im Zoo und ein Bonobo-Baby. Und auch im Tierpark jede Menge Zuchterfolge, auch in der Schlangenfarm. Also wir können wirklich sehr zufrieden sein. Aber noch sind wir ja nicht ganz so weit. Ja. Weihnachten, wir sind mittendrin. Wie feiern Sie denn ganz privat? Ja, gestern am Heiligabend habe ich die traditionelle Weihnachtsrunde gemacht. Also wieder Dienst? Ja, aber das ist sehr charmant. Da kommen auch alle, die nicht Dienst haben, meine Kuratoren. Auch die Senioren, Dr. Grumm, der Pole, Dr. Kormann, Dr. Czarner, die kommen alle. Und dann schließen wir das, haben wir das abgeschlossen mit einem Weihnachtsbrunch, könnte man sagen. Und dann ist ja mittags der Zoo und auch der Tierpark hinzugemacht worden, damit unsere Leute auch Familien feiern können. Das ist der einzige Tag im Jahr, an dem der Tierpark und der Zoo früher schließen, nämlich um 13, also 14 Uhr, 13 Uhr ist Kassenschluss. Was wünschen Sie sich denn ganz persönlich vom nächsten Jahr? Also ein besseres Verhältnis zu Schimpansen. Okay, gut, das verstehe ich sogar. Und was Sie sich, aber danach habe ich Sie gar nicht gefragt, weil ich das schon weiß, was Sie sich natürlich immer wünschen, sind Besucher. Ja. Und deshalb laden wir Sie ganz besonders ein, liebe Zuschauer. Kommen Sie hierher in den Berliner Zoo und in den Berliner Tierpark. Hier feiern Dara, Kariba und Darius ihr 3. Weihnachtsfest. Ihr erstes sah so aus. Weihnachten 2006, da war Darius knapp 1 Jahr alt. Der sibirische Tigerjunge sollte da seinen ersten Weihnachtsbaum bekommen.
Die Tigerfamilie erscheint. Zuerst Vater und Mutter. Darius kommt als Letzter. Aber ist der Erste am Baum. Na, das ist ja doll. Ach, Darius, du bist doch dumm. Ich sag dir doch, der zahlt den bis ins Wasser. Ja, toll. Jetzt. Der muss hier waschen werden. Das ist jetzt Wasser mit Tannengeschmack. Ja, Fichtennadelbad, noch nie was davon gehört. Ja, schwimmt jetzt nicht so schön. Nur. Darius gibt den Baum noch nicht. Nein, nein, bis jetzt ist es noch Darius sein Baum. Aber irgendwann hat er nachher genug gespielt, dann darf bestimmt auch Vati. Ich glaube, der hat seinen Spaß. Der hat ein richtig schönes Weihnachten. Der hat schöne Weihnachten, ja. Dieser Weihnachtsbaum ist für Kariba und ihre Mutter Saba. Ja, schau, ist denn heute schon Weihnachten? Hier, Saba, hier, komm her. Komm. Saba, hier vorwärts. Feine Saba. Kariba findet den Baum erst einmal uninteressant. Lieber schaut sie mal bei der Herde vorbei. Geht sie mal kurz nach der Familie gucken? Kariba, komm her. Die dürfte gleich wieder an ihr rankommen. Kariba, komm mal her, komm. Saba futtert in Ruhe allein die Äpfel. Die hat halt nur einen Knirr im Kopf hier. Du bist ja ordentlich angejuckt hier. Kommt dir so ein Nadelbaum sehr entgegen. Ne? Das kann sie ja jetzt auch, dass sie sich die ganze Zeit schon selber mit Sand bewerfen kann. Das muss sie ja auch ewig lange üben, weil dann am Anfang nur so ein Gummischnipsel ist, den sie ja kaum in den Griff kriegen. Alle Mühe für Malaienbären Dara. Ist das schön. Eigentlich müssen wir noch ein Foto machen. Und zum Schluss, kiekt dir das an. So ein schöner Weihnachtsbaum zu Hause nicht, stimmt's? Das ist richtig. Nee, so was. Da würde meine Tochter sich bestimmt auch freuen. Ja. Frohe Weihnachten. Eigentlich singt man ein Lied vor der Bescherung, oder? Ja. Mach mal zu. Dara wird beschert. Die muss singen, nicht wir. Nicht wir. Oder ein Gedicht. Okay, das schmeckt schon mal. Oh ja. Ja, ja, lecker. So schön kann das nicht kleben, kick mal. Ja, ja. Und das nächste. Rein in die Mitte, mal gucken. Dara, da sind auch gesunde Dinge drin. Gesund, gesund kann man aber essen. Kategorisch nach dem Süßen. Ja, natürlich. Das riecht doch noch viel süßer. Wo ist das? Ja, da oben. Das ist gemein. Das haben wir gemein gemacht. Okay. Aber mit der Schaukel ist günstig. Genau, macht das im Leben. Da kommst du viel besser ran. Der Schokoladenmann, der ist meiner. Oh. Die beißt ihm einfach die Beine. Wonach? Essen, essen, essen.
Zeug, so. Weihnachten viel lecker ist. Die kriegst du ja nicht ein, ey. Ist das schön? Ja. Und morgen hast du Bauchschmerzen. Ist nicht den ganzen bunten Teller hintereinander weg. Ich liebe das. Du bist so eine Süße. Du weißt ja eigentlich, womit sie anfangen soll. Sowas gibt es hier auch. Weihnachtskalender für Bären. Und welcher von denen gehört nun Dara? Ja, Dara ist leider nicht mehr hier. Die ist nach Ungarn gegangen und wir haben den Kalender einfach mal mitgeschickt. In der Hoffnung, dass die Kollegen da auch dafür sorgen, dass sie jeden Tag ihr Leckerli kriegt. Wer hat denn diese Tradition hier eingeführt und wann? Der Kollege hier. Ach, der Kollege war das. Aha. Ja, ist Weihnachten. Ja, schon. Und die Kalenderfüllung geht auch garantiert an den Bären und nicht an den Kollegen, nein, der es erfunden hat? Ich habe ein Jahr halt richtig Stress gehabt, halt keine Kalender mehr gekriegt. Und seitdem kaufe ich die jetzt eigentlich immer schon im Oktober, November, sobald es welche gibt. Ja, das muss sein. Ich brauche sowas zu Hause und die Bären brauchen das auch. Stimmt's? Ja. Macht gute Weihnachtsstimmung. Genau. Zuckerfreie Lebkuchenherzen für die Baribals. Zuerst kosten wir. Ruhig ein bisschen vergraben, oder? Genau. Damit man die nicht so sieht. Weil die riechen das. Und so ist ja in der Natur auch. Und damit kitzelt man wieder ihre Reize hervor. Also ihre Fähigkeiten einzusetzen. Bescherung für Jesper und Rita. Die beiden Schwarzbären kamen vor einem halben Jahr aus Dänemark nach Berlin. Mit auf der Anlage die alte Dame Mira aus Berlin. Auch sie ist fündig geworden. Die kommen aus Dänemark? Ja. Quasi Osenbande, nur mit zwei Leuten? Mit zwei Leuten, Egon ja. fehlt? Egon fehlt, ja. Und wo haben die ihren Namen? Die Rita ist mit dem Namen Rita Wilson gekommen, weil, so wurde mir das übermittelt, die Frau von dem dortigen Kurator in Ebeltoft, wo die herkommen, wo die zur Welt gekommen sind, die ist großer Tom Hanks-Fan. Und daher die Beziehung zu Rita Wilson. Rita ist die Ehefrau von Tom Hanks, irgendwie, habe ich mir sagen lassen. Und Wilson steckt da auch irgendwie mit drin. Und der Jesper, der hatte erstmal keinen Namen. Und den haben wir dann den Namen gegeben, wie der Kurator heißt. Also der zuständige wissenschaftliche Mitarbeiter in Ebeltoft. Und der heißt Jesper. Und da haben wir dann gleich einen Bezug dazu. Hätte der Karl-Heinz geheißen, würde der Bär jetzt Karl-Heinz heißen? Ich glaube Karl-Heinz nicht. Nein. B wie Bären, wie Baribal, wir bleiben beim B und können Ihnen nur empfehlen, dass Sie, wenn Sie im Tierpark sind, sollten Sie unbedingt bei den Binturongs vorbeischauen. Wer brummt hier? Wer ist hier brummig? Alter Brummig. Die vier Binturongs, auch Schleichkatzen genannt, wurden im April geboren. Es ist der größte Wurf, der je im Tierpark Berlin auf die Welt kam. Drei Jungen und ein Kinder, Mädchen. Ihr klingt fast so gut wie die Donkosacken. Ihr müsst bloß noch ein bisschen üben. Das Mädchen ist ein Sorgenkind. Sie ist zu schmächtig. Es muss mit Ersatzmilch zugefüttert werden. So, komm mal her. Und jetzt? Ich muss da auch ein bisschen mitspielen. Die großen Brüder verdrängen die Kleine von der Zitze der Mutter. So wird einmal am Tag zugefüttert. Ja, genau so. Weil die Schwierigkeit ist jetzt hierbei, das nicht zu schnell und zu doll zu machen. Geht eigentlich nur immer tröpfchenweise. Sonst kann es passieren, dass die Milch in die in die Luftröhre kommt und in die Lunge geht und das Tier dann im schlimmsten Fall ersticken kann. Und da muss man jetzt so ein bisschen das Gefühl rauskriegen, dass sie dann auch mitspielt und abschluckt. So wie jetzt. Schön, weiter. Nicht schimpfen. Fein machst du das. Einen Monat später. Das Mädchen hat sich gut entwickelt und an die 600 Gramm zugenommen. Wunderbar. Und die Dame? Hallo, willst du wieder zu den Kollegen hier rein? Nee, wa? Schöne weiße Schnurrhaare oder Barthaare waren, ja.
So schön. Darf ich dir helfen? Ach, das wäre ganz zauberhaft. Hab's. Ja. Ös. So, Prinzessin, ab zu deinen Prinzen hier. Die Binturong-Kinder vor 2 Monaten. Alle 4 Kinder haben es geschafft und sind mit Hilfe der Tierpfleger groß geworden. Jetzt ist ein Vierteljahr vergangen. Ganz schön große Johnnies geworden, aber warum eigentlich nur 2? Ja, wir hatten uns so gefreut, dass es so weit geklappt hat, dass wir alle 4 durchgekriegt haben. Auch das kleine Mädchen, wo wir am meisten Schwierigkeiten hatten. Aber mit 4,5 Monaten haben wir sie plötzlich eines Tages tot im Käfig vorgefunden. Ach Gott. So, und das war nur eine Sache, die wir uns ja nicht erklären konnten, weil wir haben auch vorher keine Anzeichen gesehen, dass sie irgendwie mit Futter rumwickelt oder ihr schlecht geht oder sowas. Das erkennt man ja dann mit der Zeit dann. Und im Endeffekt, durch eine Pathologie hat sich dann herausgestellt, sie hatte eine Lungenentzündung. Und Nummer 4? Der 4. Ist ja der Junge, noch ein Junge gewesen. Ne? Ja, das sind ja, wie gesagt, aus dem Wurf hier auch die beiden kräftigsten. Ja. Die sind erstmal noch hier geblieben. Und der 3. Bruder, der ist in einen anderen Zoo gegangen. Ach so, wohin denn? Richtung Italien. Aha. Was so 2009 anging, war ja eigentlich das ganze Jahr über Weihnachten, was die Kinder anging. Denn es hagelte hier wirklich Babygeschenke noch und nöcher. So, komm mal her, ihr Süße. 3 Fischkatzen wurden im Juni geboren. Im Gegensatz zu anderen Raubkatzen schwimmen und tauchen die Fischkatzen und erbeuten im Wasser ihre Nahrung. Die 3 sind eine Rarität, da der Bestand der Tiere in den zoologischen Gärten Deutschlands sehr gering ist. Am 25. April wurde der Schneeleopard Altai geboren. Sein Geburtsgewicht war 750 Gramm. Mit 10 Wochen wiegt Altai schon an die 5 Kilo. Leider ist er ein Einzelkind. So bleibt ihm oft nur Faulenzen auf der Anlage. Am 26. April, einen Tag nach Altais Geburt, kamen Sipura und Larisa auf die Welt. Die beiden schwarzen Panthermädchen sind so schmächtig, dass sie lange Zeit nur in der Innenbox spielen dürfen. Mit ihren schlanken Körpern würden sie ansonsten durch die großen Gitterstäbe im Außengehege ausbüchsen können. Mein Schnuckelchen, mein süßes Schnuckelchen. Hm? Du, also piepst. Nimm mal hier, meine Süße. Hm? Bist du meine kleine Schnecke? Bist du meine kleine süße Schnecke? Ja. Hm? Larisa, wieder runter? Na komm. Hm? Am 18. Mai 2009 wurden die Jaguar-Drillinge geboren. Na, das ist aufregend, wa? Ist das aufregend, mein Schätzchen? Hm? Ja. Hm? Ativo, Romanes und Valdivia lieben das Abenteuer. Doch beim ersten Gang auf ihre Außenanlage waren alle 3 sehr vorsichtig. Alles war neu. Gerüche von Sand und Holz, die Geräusche der anderen Tiere und die der Flugzeuge. Doch die Neugier hat bei den Drillingen dann doch gesiegt. Nun wartet das nächste Abenteuer auf sie. Der erste Weihnachtsbaum in ihrem Leben. Na, ich bin ja gespannt, was die Jaguare zu dem Spaß sagen. Na, wenn die uns jetzt hier sehen, lachen die sich schon mal ihre Fäustchen und sind bester Laufkündigung. Mensch, ja, endlich die Wasserader. Schade, ich dachte, das wäre Erdöl. Spaßenshalber. Ist der jetzt zu tief? Nee, ist gut. Hier ist er noch genau mit der Spitze in der Astgabel. Guck mal, wie das jetzt geht. Jetzt muss man nämlich vorsichtig, dass wir hier nicht zu viel hängen lassen von dem
Zeug, weil diese Chemiefaser, also das ist ja Chemiefaser hier. Ach so, das ist dann wieder gefährlich für die Tiere. Ja, genau. Aber was hat eigentlich so ein Raubtier davon, wenn man ihm sowas in den Käfig stellt? Einfach nur Freude. Ja? Ja, Weihnachten ist ja Freude. Die werden dann wieder sagen, wer hat hier in unserer Wohnung die Möbel gerutscht? Wer hat hier so eine schöne Lampe aufgestellt? So. Also mit den Geschenken, die haben wir gerne mitgebracht. Allerdings habe ich bis jetzt nicht begriffen, also ein Jaguar, wenn ich Jaguar wäre, dann würde ich mich über ein riesengroßes Kotelett freuen. Was machen die denn mit Kaminholz ausgerechnet? Die spielen damit. Das Spielzeug ist sozusagen die Eisenbahn für Jaguare. Ehrlich? Ja. Ja. Und die Puppenstube und alles gleichzeitig. Das ist ja klasse. Und je schöner, also je fremder das riecht, umso schöner ist es. Die Bescherung kann beginnen. Noch verhaltene Freude. Was ist das wohl? Das ist jetzt ein neuer Gegenstand halt in ihrem Gehege. Und kann Gefahr bedeuten? Genau, vielleicht? Genau. Ah. Mhm. Die Drillinge sind wieder sehr vorsichtig. Bruder Romanes ist der mutigste. Valdivia und Tivo bleiben noch auf Distanz. Wer ist denn immer der Neugierigste eigentlich vorneweg? Eigentlich Romanes. Romanes ist der große, kräftige und ist auch so der, der immer so der Vorreiter ist. Also. Und das Mädchen immer hinterher? Immer die letzte, hinterher? Oder? Nee, die immer hinter Romanes hinterher, ja. Weil die beiden, die sind sehr charakterstark. Ativo, der hält sich immer so ein bisschen zurück. Mhm. Romanes wagt es dann. Enger Kontakt zum Weihnachtsbaum. Und da wird auch schon mal gekostet. Yes. Was ist es? Wie schmeckt's? Und es beißt nicht. Es piekt zwar, aber es beißt nicht. Es ist ja auch wichtig, ne? Genau, es piekt nur, wenn man selber reinbeißt. Die anderen kämpfen noch mit ihrer Furcht. Die Geschenke sind wohl doch nicht so der Bringer. Erste Enttäuschung bei uns Zweibeinern. Und ich dachte schon, das ist was wie so mit schlechten Geschenken. So Wollsocken und so, ne? So Grobrippschlüpfer zu Weihnachten. Man freut sich nicht wirklich. Wollsocken ja, sind manchmal ganz praktisch. Das stimmt, aber ne? Männer, die jedes Jahr kriegen, dann werden sie auch langsam ein bisschen sauer. Die Angst überwiegt. Angelika Bergling muss handeln. Also ich würde denken, wir schicken einfach die Mutter noch mit raus. Also, denn so eine Mutter, die ist ja dann doch so ein Sicherheitsfaktor für die Jungtiere. Und man merkt ja auch so dieses immer wieder Zurückziehen. Wenn eine Mutter vorangeht, dann wird man dann logischerweise ganz mutig. Mutter Anafi kennt Weihnachten schon und geht geradezu zum Gabentisch. Die Mutter nimmt den Kindern die Angst. Und alle bestaunen nun endlich gemeinsam unsere Geschenke. Na dann, fröhliche Weihnachten für die Jaguar-Familie.